Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Und damit herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Und ganz am Ende des Soultembers befinden wir uns. Wir, das ist an meiner Seite die Kali. Und ich bin der Max. Hallo. Soultember, was ist denn das? Genau, wir haben schon mal wieder einen Themenmonat. Was ist die Filmwelt heutzutage im Internet ohne Themenmonate? Horror Oktober steht bevor, Soultember läuft. Aber was ist überhaupt der Soultember? Der Soultember ist, wie gesagt, ein Themenmonat, über den im Februar 2019 abgestimmt wurde, wie er denn heißen soll. Zur Auswahl standen damals Korean March für den März. Für den September gab es noch Coremba und es gab den Bibimbapril. Ja, das ist so lecker. Ich hab richtig Bock auf Bibimbap. Und am Ende wurde es aber der Soultember. So, das ist der erste Punkt hier. Jetzt muss ich die andere Seite aufmachen. Unter soultember.filmbequatscher.de findet ihr noch alle möglichen Infos, auch wenn jetzt der September quasi ja schon vorbei ist, fast. Der Soultember ist, wie gesagt, der Hashtag, der verwendet werden soll auf Twitter, Internet, wo auch immer ihr euch rumtreibt, darüber sprecht, schreibt oder das sonst wie mitmacht. Läuft offiziell vom 1. September bis 30. September. Man soll zwischen 3 und 7 Filme gucken. Ich komme mit dem Film, den wir jetzt gleich gucken werden, auf 2 Filme, glaube ich. Ja. Ich schieße über das Ziel hinaus und mache jetzt meinen 8. Na siehst du, das ist doch toll. Und genau, der Rinku hat das so mit ins Leben gerufen. Der Name selbst stammt von Arne, Jacker, Enough Talk, Mensch. Und wahrscheinlich habt ihr auch alle eure Letterboxd-Listen schon fertig gemacht und schon darüber getwittert und sonst wie. Ich habe vorhin mal ganz kurz durchgeguckt hier und ein bisschen noch ein paar Herzchen verteilt auf Twitter. Dementsprechend seid ihr eh alle schon informiert und wenn nicht, dann könnt ihr eben auf Letterboxd da auch nochmal euch diverse Listen anschauen zum Soultember beziehungsweise über soultember.filmbequatscher.de. Da gibt es auch eine Haupt-Letterboxd-Seite, wo anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Filme, die im Soultember geschaut werden von irgendjemandem und der darüber unter dem Hashtag sich im Internet verewigt, soll dort auf der Liste Eingang finden. Ach ehrlich? So. Das ist jetzt ein bisschen meine These, aber es sah ganz gut aus. Es waren schon ziemlich viele Filme. Und da wird dann jetzt, habe ich noch nachgeguckt, ein Film dazukommen. Und zwar heißt der, auf Englisch zumindest, The Public Cemetery Under the Moon. Oder, wie es in der Umschrift koreanisch möglicherweise unter Umständen in etwa ansatzweise heißen könnte, Wahui Gonmyoji. Kann sein, ja. Ich glaub, das vielleicht aber auch nicht. Anders, ja. Von Kwon Chol-Wi, der das Ding auch geschrieben hat hier laut IMDb. Ich bin völlig unwissend, wie sind wir auf diesen Film gekommen? Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wer es in Anführungszeichen zuerst war. Ich weiß, Jan von der Cinecouch hat es mal bei Twitter gebracht. Ich bin irgendwie sonst auch schon mal bei Twitter drüber gestoßen. Das koreanische Filmarchiv hat einen YouTube-Kanal. Und hat dort eine ganze Ecke an Filmen hochgeladen, die man sich dort legal und kostenfrei anschauen kann. Wie ich jetzt festgestellt habe, im Kanalfoto, das so oben ist, Korean Subtitles oder englische Subtitles powered by Google. Mal gucken, was uns also so untertiteltechnisch erwartet. Die IMDb spricht hier von Horror Thriller. Das ist ein Film aus dem Jahre 1967. Ich habe vorher noch nie von dem gehört, kann damit überhaupt nichts anfangen. Bin ein bisschen gespannt, was uns so erwartet. Das Poster zeigt eine Frau, die ein bisschen komisch nach oben guckt und mit dem Finger in eine andere Richtung zeigt und das gleich in mehrfacher Ausführung in verschiedenen Farben. Was hast du denn so für Gedanken, Erwartungen? Was glaubst du denn, worauf wir uns hier jetzt einlassen? Ja, ich glaube, das wird ein richtig schöner Horrorfilm werden. Ich bin gespannt, in welcher Zeit es spielt. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie Joseon-Dynastie. Was ist die Joseon-Dynastie? Naja, das wäre sozusagen unser Mittelalter, ne? Das ist, wo sie die schönen Kostüme haben und alles, was eigentlich sozusagen gefühlt. Also, wenn du jetzt halt so koreanische Sachen guckst und die Tore spielen die so zu 90% der Joseon-Dynastie, das ist so 15. Jahrhundert im Schnitt. Es gibt auch manchmal die Warang-Dynastie, aber die ist relativ selten. Da gibt es halt auch natürlich noch andere, die ich jetzt. Ja, ich gucke das jetzt selber jetzt nicht so häufig, ne? Aber ich finde, in den Sachen, auf die ich geguckt habe, ist die Joseon-Dynastie eigentlich immer wieder auftretend. Naja.
Ich freue mich auf jeden Fall tatsächlich, dass wir da mit Sultema teilnehmen. Und ich war ja immer ein großer Fan des Horror-Oktobers. Ich glaube, aber Sultema wird mein neuer Lieblingsmonat werden. Das war richtig schön. Ja, den Sultema ausführlich besprochen oder besprechen tun wir auch in dem anderen Podcast, sozusagen in deinem Podcast ja ein bisschen mehr. Der Serienoase, der offiziell einen Tag später, als dieser Podcast hier rauskommt, wenn alles noch klappt und ich das alles noch schick gemacht kriege. Wenn ihr also Carlys Filme einmal hören wollt, die sie schon geschaut hat, oh, vielleicht machen wir es nachher auch noch nach diesem Film. Mal gucken. Sonst auf jeden Fall in der Serienoase kann man auch noch reinhören. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Film an. Ja, ich freue mich auch schon. In diesem Sinne gucken wir jetzt Public Cemetery Under the Moon. Hui. Ja, das war The Public Cemetery Under the Moon oder A Public Cemetery of Volha. Irgendwie so. Ich kann nicht sagen, was da jetzt der offizielle, richtige, korrekte englische Titel ist oder ob das einfach sowieso nur Transkriptionen sind und der vielleicht gar nie im Ausland gelaufen ist. Ja, wir haben den auf YouTube gesehen. Ich hoffe, ich denke dran, den Link auch in die Shownotes oder in die Folgenbeschreibung zu packen. Der ist in dürftiger Qualität dort zu sehen, mit 360 Pixeln Höhe. Kann man sich also ausrechnen, ist nicht mal HD-ready. Kennt das noch jemand? HD-ready. und mit englischen Untertiteln, die ich behaupte, in Ordnung waren. Fand ich auch passabel. Ja. Also wir hatten, glaube ich, gesagt, erwartungsmäßig irgendwie so Richtung Horror gehen, ne? So ein bisschen ja. Grusel und so. Das war mal quasi ein Schlag ins Gesicht. Denn ich sag mal so, also der Film ging, glaube ich, 98 Minuten. Ich sag mal, 90 Minuten sind eigentlich ein reines Drama. Ja, also man könnte sagen, das ist der Alltagshorror. Ja. Und der Horror ist eigentlich wirklich so, finde ich, die Klammer am Anfang und am Ende. Genau, und ist dann, es auch. Und dann spielt es sich eher in einer in einem realistisch-authentischen Setting ab. Und diese übernatürlichen Elemente kommen dann eher, wie gesagt, zu Beginn und zum Schluss. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, denn gerade der Anfang, den fand ich sehr stimmungsvoll. Wie ging es dir so? Ja, fand ich auch. Ging mir genauso. Also wir werden auch schön erstmal direkt angesprochen. Die vierte Wand wird durchbrochen. Wir haben ja einen sehr schön, mit einer sehr schönen Maske ausgestatteten Erzähler. Der aussieht wie der Wolfsmann aus einem alten Universal-Film. Ja, der Wolfsmann sah nochmal ein bisschen anders aus, aber in diese Richtung geht diese Maske, die ihn eben auch so ein bisschen erstellt darstellen soll. Und der berichtet dann, er hätte früher Stummfilme erzählt oder eben bei Stummfilmen den Erzähler gemacht. Nun kenne ich mich in der koreanischen Filmgeschichte nicht mal ansatzweise aus, um das in irgendeiner Hinsicht bestätigen oder verneinen zu können. Und er verwandelt sich ja dann sozusagen in sein normales Bild, was dann wiederum normal aussieht auch wirklich. Und dann steigen wir in die Geschichte ein, die tatsächlich ja horrormäßig beginnt. Und ich habe auch gleich so gedacht, ach ja, das ist so, das könnte so da kenne ich mich tatsächlich auch noch nicht so doll aus, italienische Horrorfilme so sein und auch ein paar Hammer-Horrorfilme. Richtig schön expressive Farben, so das Blau, das Rot, Grün strahlt uns entgegen. Wir kriegen Totenkopf in Großaufnahme irgendwie sehr lange, ohne dass irgendwie sich irgendwas handlungstechnisch abspielt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas gefehlt hat oder ob da irgendwann früher mal was eingeblendet worden ist oder so, aber das war ein bisschen merkwürdig, diese Sequenz zu Beginn. Oder konntest du dir noch einen Reim drauf machen? Überhaupt nicht, die hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, gefühlt. Ja, das war irgendwie so wie, ja, spielt mal irgendwas ein, wir brauchen noch 2 Minuten, warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, dann begegnen wir dem Geist oder der Leiche, der wiederauferstandenen Leiche von Myung Sung, beziehungsweise Wol Hyun. Myung Sung heißt sie. Myung Sung, ja. Naja. Also unsere quasi Hauptfigur, wie ich zunächst dachte, die da eben feststellt, oh, jemand will mein Kind umbringen und das will sie natürlich verhindern. Und damit steigen wir so langsam in die Geschichte ein. Ja, also den Teil fand ich tatsächlich recht interessant, so wie gesagt, eben das Spiel mit Licht und Farbe,
Dann gibt es noch den Nebel dazu. Das ist schon so recht stimmungsvoll. Ich finde, man erkennt sehr gut, dass es schön Studio ist, so gerade auch der Friedhof. Das fand ich sehr charmant. Hatte ich meinen Spaß bei. Ja, und diese Anfangsszene, bei der es dann darum geht, dass also Myung Song ist verstorben. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob sie ermordet worden ist oder was da nun ganz genau passiert ist. Aber auf jeden Fall gibt es an der Seite ihres Mannes eine neue, die anscheinend die Hausfrau, eine Art Hausfrau oder Bedienstete war. Und Myung Song und ihr Mann Han Su hatten auch ein gemeinsames Kind. Ist also noch, ist noch ein Baby, Kleinkind. Ich weiß nicht, willst du sagen, wie alt das Kind ist? Auch nicht, ich schätze 2. Okay, also wirklich jung. Kann auch noch nicht, glaube ich, kann auch noch nicht laufen oder krabbeln anscheinend. Die neue Frau an der Seite von Han Su heißt Nanju. Die ist böse, kriegen wir mit, weil sie das Kind umbringen will. Beziehungsweise sie sagt ihrer Mutter, sie solle das Kind doch mal vergiften. Das geht schief, weil eben der Geist zurückkehrt. Und so ein bisschen, oder das geht gar nicht schief, ne? Eigentlich hat sie das Kind umgebracht, genau, das Kind ist vergiftet worden, aber die wieder auferstandene Mutter belebt das Kind wieder und führt dann dazu, dass Nanju jetzt selbst zum Messer greift und das Kind abstechen will. Und das ist schon ganz schön hart, finde ich. So. Also auch wie das gezeigt wird, dass man da ziemlich dicht dran ist. Also nicht das, also es wird letztlich. Passiert es nicht ganz, weil sie ins Leere sticht, weil ihre Mutter das Kind nochmal wegzieht, weil sie es auch nicht übers Herz bringt. Aber sie ist ja schon ziemlich skrupellos und wird auch so dargestellt. Hm. Das stimmt. Ja. Hast du da irgendwas anzumerken, oder? Naja, man musste mich erstmal zurechtfinden in diesem Moment. Ich muss das erstmal alles einordnen können. Die Tatsache, dass sie und ihre Mutter. Und das jetzt hier Plan, das Kind sozusagen umzubringen, das kam erstmal so relativ unvermittelt für mich rüber tatsächlich. Und dass sie dann sozusagen das auch so eilig hat, das Kind zu beseitigen. Ja, also ich fand es, also ich hing noch an der Szene fest, wie der Geist von Myung Jong-Suna das Kind sozusagen, das tote Kind gesorgt hat und sozusagen dadurch. Das Kind wieder zum Leben erweckt hat. Das fand ich irgendwie befremdlich, weil ich habe mir gedacht, so, naja, wenn das Kind Gift genommen hat, dann muss sie doch irgendwas aus ihm raussaugen und nicht er aus ihr. Aber na gut, das fand ich irgendwie befremdlich dargestellt. Dass sie sozusagen, obwohl die Mutter zum Beispiel weiß, dass sie das Kind umgebracht hat und das Kind tot war, also dass sie halt dann nicht mehr Angst hat, dass das Kind auf einmal wieder lebt oder das merkwürdig findet oder die Situation hinterfragt, fand ich komisch. Aber würde ich jetzt vielleicht sagen, dass sie nicht so aus dem gebildeten Niveau kommt. Und dann wir müssen sie jetzt erstechen, das fand ich so, es wirkte so ein bisschen wahnsinnig fast. Das ist wirklich naja. So. Naja, das wirkt jetzt auch nicht unbedingt normal, also auch grundsätzlich nicht, also fand ich schon passend, sage ich mal. Ja, und das Ganze verläuft dann gewissermaßen im Sande, also das Kindchen darf weiterleben, weil der Mann zurückkehrt, früher als erwartet von einer Geschäftsreise aus der Mandschurei. Und da kriegen wir dann auch etabliert, dass er zwar mit ihr irgendwie zusammen ist, aber ihr auch nicht so hundertprozentig abnimmt, dass sie ihn lieben würde, sondern dass das irgendwie schon alles nicht so, das sieht nicht aus wie die große Liebe, auch wenn sie irgendwie zusammen sind und anscheinend verheiratet sind, nachdem er ja nun ein Witwer geworden ist. Ja, und das ist so quasi der Einstieg in diese Geschichte. Und dann kommt ein harter Schnitt. Wir springen in die Vergangenheit und bekommen ja, die Geschichte von Myung Sung ja, erzählt. Ja. Ja. Und da kriegen wir einen, unser Erzähler, der sich am Anfang vorgestellt hatte, pest dann immer durch in einem Tempo, in dem er seine Sätze sagt. Dass ich mir denke, was ist denn jetzt auf einmal los? Warum macht er denn jetzt so ein Tempo, in dem er das erzählen muss? Da weiß ich immer nicht so richtig. Ich dachte so, also dieser Tempowechsel ist jetzt irgendwie, es geht viel zu schnell. So, zack, 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 ja, und dann ist das und das und das und das. Hotadadadam. Und ich dachte, ja, mach doch ein bisschen ruhiger, kann man doch entspannt machen, oder was? Ja, vor allem, das wirkt auch sehr monoton erzählt. Das war so, also wenn er Feierabend haben möchte und schnell nach Hause will, dann das wirkt halt so die ganze Zeit über. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Ich hatte teilweise auch überlegt, ob denn sozusagen seine Erzählungen irgendwie schnell abgespielt worden sind oder ähnliches, dass es so befremdlich wirkt oder ob der wirklich so schnell das durchquasselt. Nee, das war schon so, das war schon komisch. Naja, auf jeden Fall lernen wir dann kennen, dass, oder erfahren dann, dass Myung Sung ja einen Bruder hat,
Und der in der Studentenbewegung, zumindest war das der Untertitel, was aber so wie die Herren da aussahen, also ihr Bruder und ihr zu dem Zeitpunkt noch Lover, untertitelter eben bald Ehemann, werden inhaftiert. Und sie begibt sich dann auf den Pfad der Kurtisane, um damit Geld zu verdienen, um die beiden wieder rauszuholen. Genau. Ja, weil sie ohne die beiden nicht leben möchte. Ja, weil sie auch auf sich allein gestellt ist und selber überleben muss. Ja, und das kriegen wir einmal so kurz gezeigt, so eine kleine Szene, ehe wir dann ins Gefängnis wechseln und dort sich dann wieder ein langer Dialog entspinnt, so zwischen dem Bruder und dem Ehemann ins B. Die dann eben darüber debattieren, ob sie nur freigelassen werden oder nicht, oder wie es nun weitergehen soll. Und da kam dann für mich auch schon so langsam dieses, nachdem wir in der ersten Sequenz das hatten mit dem Ehemann, der dann mit seiner neuen Frau so debattiert oder eben mit ihr streitet, dann habe ich so gedacht, ah ja, es ist immer so ein bisschen, wir haben hier quasi die Bühne und eigentlich könnte es auch so ein halbes Theaterstück sein, es ist jetzt nur halt noch die Kamera dabei. Also ich hatte zum Beispiel selten das Gefühl, dass die Kamera jetzt ganz groß irgendwie besondere Perspektiven einnimmt, sondern meistens so quasi ja, ordentlich draufhält. Und in dem Gespräch jetzt zwischen den beiden Männern kommt dann mal, wenn sie sich dann als Brüder ansprechen, kommt dann mal Großaufnahmen der Gesichter, so als Betonung, das ist okay, aber sonst ist es eher sehr, ja, wenig überraschend gefilmt oder wenig, also es ist nicht langweilig unbedingt, aber es ist, ich komme jetzt nicht so richtig auf den Begriff, es zieht sich so ein bisschen da in diesen Dialogen immer mal wieder, also es ist auch durch den gesamten Film hindurch, fand ich so. Den Eindruck hatte ich persönlich gar nicht. Ich fand, das war halt eine einfache Einstellung und war halt sozusagen das Spiel sozusagen konzentriert und damit konnte ich wunderbar leben. Das hat mich gar nicht gestört. Mhm. Naja, ich finde, es sind meistens so relativ starre Einstellungen gewesen. Es gibt dann, am Anfang gab es das auch nochmal, dass dann noch so eine kleine Kamerabewegung zum Schluss der Einstellung kommt, dass wir nochmal so auf das leere Bett fokussiert haben. Aber grundsätzlich ist eigentlich so gefühlt, wir haben so, ein bisschen zugespitzt gesagt, da ist eine Theaterbühne. Da spielt sie jetzt eben die Szene ab zwischen meistens zwei Personen, manchmal sind es auch drei oder vier. Und die Kamera ist eben, zeigt es so in der Großaufnahme und fertig. Und das ist es dann quasi gewesen. Aber hast du nicht so den Eindruck? Das hat mich persönlich überhaupt nicht gestört, tatsächlich. Ja. Also ich fand, der Charme des Films ging eher von der Handlung und der Charakterdarstellung, also so, als von als der Inszenierung selbst. Ja. Ja, und dann entwickelt sich das Drama eben immer weiter. Der Mann kommt dann frei und Myung-Soo ja erkrankt an Tuberkulose. Da geht es also ziemlich schlecht. Und nach und nach beginnt eben die eine Haushälterin, die dann eben die wir dann ja schon als die neue Frau kennengelernt haben, ihren teuflischen Plan so langsam zu schmieden und findet dabei auch noch Verbündete. Und was mich, ich weiß nicht, ob irritiert, aber was mich doch irgendwie merkwürdig fand, war so die Gewalt gegenüber Frauen, wie oft die da so verprügelt werden oder geschlagen werden, auch einfach so quasi gefühlt aus dem Nichts, während sie selbst eigentlich, na, jetzt muss ich aufpassen, weil die ja welche umbringen, aber sie selbst setzen sich eigentlich kaum zur Wehr körperlich. Das ist halt das Gesellschaftsbild, ja, tatsächlich, ne? Ja, ist also. Jetzt sind wir das Spiel ja für mich auch noch in den 60ern, da war das ja auch nicht besser. Also ich sage jetzt nicht, dass jetzt Koreaner jetzt Gewalt sozusagen dulden, aber das ist halt schon so, dass man sozusagen die Frau dem Mann unterstützen muss und alles und dem Mann nicht wieder groß widersprechen sollte oder dem auf jeden Fall, egal was er macht, hinter ihm stehen sollte. Und das ist ja in dem Film auch dargestellt. Also das sieht man ja wunderbar. Nachher, wenn dann der Bruder aus dem Gefängnis ausbricht und er Han-Soo mit der Haushälterin im Bett erwischt, und während sozusagen seine Schwester personal dazukommt und dann sagt, nein, ich habe sie zu meinem Mann geschickt, weil ich krank bin und ich kann nicht mehr und da und ihn komplett verteidigt, so inbrunstig, dann ist alles gut. Und dann hast du ja später nochmal die Situation gedreht, wie dann durch diese Intrige, durch die sie dann letztendlich stirbt, er denkt, sie wollte Rache nehmen, indem sie mit jemand anderen geschlafen hat. Und dann ist es schon so, dieses, oh, er schlägt sie da von links, rechts. Und also das war ja wirklich eine Gewaltarie.
um sie sozusagen aus, ja, aus dieser Pillendosis aufzuwecken, wo er nicht mal mitkriegt, dass es befremdlich ist, wenn er sie da 10-mal schlägt oder ähnliches, dass sie ja keine Reaktion zeigt. Ich habe erst gesagt, im Moment, dass sie schon tot ist. Ja, ja. Das habe ich auch gewonnen, als sie aufgewacht ist. Und dann ist es halt wieder dieses, ja, du bist die Kurtisane, du bist direkt, du bist nichts, wie kannst du dich rächen, wie kannst du es wagen, deinem Mann zu widersprechen, wie kannst du so beleidigt sein, dass ich mit jemand anderen geschlafen habe, weil dieses Verhältnis halt auch dieses, es ist halt nicht gleichwertig, da ist halt keine Emanzipation in diesem Sinne da, es ist halt dieses klassische gegenübergestellt, wenn der Mann sozusagen fremd geht, muss er sich schämen, aber man muss ihm auch mal verzeihen, jeder Mensch kann Fehler machen und umgekehrt ist es halt dieses, ja, nee, als fremde Frau kann sie wieder nicht machen, ne? Dann ist sie das Letzte. So. Ja, dann kommt auch der Polizist dazu hier so, ja, jetzt sagt was und die, schlägt die da auch so. Ja, jetzt muss man aber auch mal festhalten, das hast du nämlich gar nicht erwähnt. Damit hatte ich nämlich mein Problem die ganze Zeit beim Film gehabt. Ich habe mich nicht darum gekümmert, wie die Kameraeinstellungen waren. Ich konnte es nicht einordnen, in welcher Zeit das spielt. Weil das ist weil der Film ist von 67, das ist eine japanische Besetzung, die ging nur bis 45. Er spielt der Film aber in einer Zeit, wo Japan noch besetzt war, aber gleichzeitig haben die halt auch schon moderne Technik da im Haus. Also so lang spät kann das nicht zurück sein. Und die Polizisten im Haus waren halt auch Japaner. Das waren halt. Ja, und Japaner sind mit Korea, also zur Zeit der Besetzung sind die Japaner schon sehr kaltblütig mit den Koreanern umgegangen. Die waren schon nicht sehr freundlich in der Art. Es gibt schon Grund, warum die Koreaner auch heute noch einige Vorbehalte gegen Japaner haben. Ja, das war schon ganz schön hart. Ich meine, da kommen ja noch diese, ja, weiß ich gar nicht, die konnte ich überhaupt nicht einordnen, diese Folter-Szene später von Hans Su, die war für mich so völlig so, hä? Sind wir jetzt wieder im Mittelalter gelandet mit dieser, also gerade wegen dieser. Ja, war es eine Folterbank, Bank ja nicht direkt, aber so dieses Instrument, aber als eben der Polizist die Frauen schlägt, habe ich echt so gedacht, was ist das denn jetzt? Also, das ist ja vorne und hinten völlig daneben. Aber dann sagst du, natürlich passt das dann auch wieder rein, ne? Also das Bild der bösen besetzenden Japaner, der Besatzungsmacht. Ja, aber wie gesagt, es waren keine Koreaner, die da waren. Ja. Es wurde ja auch noch gesagt, es war ja auch diese Intrige, dass in der Buddha geflohen ist, wie ihn sozusagen der verbündete Arzt Theo und Nanju gesagt haben, na, dann melden wir den Japanern einfach, dass er weiß, wo er ist, dann werden sie schon das aus ihm versuchen rauszukriegen, was es ist. Und deswegen, das waren definitiv Japaner. Es wurde auch nicht gesprochen groß, es wurde ja nur gefoltert und dass er dann von alleine redet, das war ja dann auch, wurde ja komplett auf den Dialog da verzichtet in diesen Momenten. Das ist interessant, ne? Die haben auch meistens, waren die auch dann in irgendeiner Uniform zu sehen, ne, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Also logischerweise bei der Verhaftung da, weil es eben Basel war, der Polizist und dann aber eben auch bei dem Foltern, auch die hatten ja, also die hatten dann nicht, finde ich, normale Polizeiuniformen, kennt man ja auch aus jetzt Tatort oder so, dann sind die Kommissare ja auch eher leger, normal gekleidet und nicht mit hier, ich bin Polizei. Aber trotzdem, der eine hatte auch so bis die Jacke so bis nach oben zu. Mhm. Ja, das sah schon, fand ich, anders aus als die Figuren, die wir sonst eben gesehen haben, weil wir haben ja meistens die Frauen eben in irgendwelchen Gewändern oder Kleidern gehabt. Ja, das fand ich interessant. Also, können wir mal uns auf das Thema Zeit konzentrieren. Also ich hatte hier am Anfang gedacht, vom Poster her, das Joseon-Dynastie nehme ich komplett zurück. Also es spielt schon in diesem Jahrhundert. Aber wann würdest du denn sagen, wann ist es verortet? Ich war dann nachher unsicher, ist es denn, spielst du in den 60ern, spielst du doch in den 40ern? Also 40er Jahre ist es nicht. Aber ich kam mit auf die Japaner nicht klar, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, irgendwie 50er, 60er. Aber genau kann ich sie auch nicht verorten, keine Ahnung. Aber ich fand das befremdlich tatsächlich. Also ich kann mich entsinnen, ich hätte mal von einer Weile Hymn of Death geguckt. Das ist ja entweder eine dreiteilige Serie oder halt eigentlich, also in Deutschland ist es als dreiteilige Serie rausgekommen, aber als international ist es schon als Film vermarktet worden. Und das spielt halt auch in den 40er Jahren in Korea, von einem Japan besetzten Korea. Und da sind die halt auch mit diesen Uniformen rumgelaufen. Das war dann halt so klassisch. Ich meine, das ist jetzt eine aktuellere Produktion, ne? Aber da wurde auch nochmal gezeigt, wie brutal und wie unmenschlich die Japaner mit den Koreanern umgegangen sind und wie dieses Verhältnis halt auch war, dass die Koreaner nichts waren und die Japaner sich sozusagen ihre Rechte einfach genommen haben und alles. Und deswegen fand ich jetzt dieses Japanerbild jetzt nicht neu, was dargestellt war. Ich denke, es ist interessant, dass es über die Jahre sozusagen diese Darstellung so geblieben ist. Das fand ich schon okay, aber halt von der Kleidung war das halt anders. Also würde ich sagen, okay, das ist jetzt diese Kleidung, die sie tragen, sieht schon aus wie 60er Jahre. Mhm.
Aber dann habe ich halt ein falsches Wissen, was ich nicht habe. Also, naja, ich meine, es kann ja auch einen Grund haben, dass eben nicht genau gesagt wird, es ist das und das. Ja, also ich kann mich erinnern, dass einmal kurz gesagt wurde vom Erzähler, so und jetzt sind wir 5 Jahre später, also, wo wir dann wieder sozusagen in der Anfangszeit waren, wo der Film losging sozusagen. Aber ja, und wir haben mal ein Auto gesehen. Und das ist eigentlich so das, wo, was ich so als Eckpunkte mir genommen habe. Die Anzüge der Männer, die sehen auch aus wie aus den 60er, 70ern aus. Also aus den 60ern, das würde ich schon sagen, also, dass das in der Jetztzeit spielt. Ne? Aber, keine Idee. Aber das fand ich interessant. Da müsste ich mich nochmal ein bisschen über diese Rolle der Japaner tatsächlich informieren, wie lange die denn sich in Korea aufgehalten haben. Ja. Weil die offizielle, also ich glaube, das offizielle war weg nachher. Gut, jetzt im Kalten Krieg war das nochmal ein Thema. Naja, auf jeden Fall, da werde ich nochmal meine Hausaufgaben machen müssen und mal ein bisschen reinlesen. Das hat mich auf jeden Fall wirklich so sehr verwirrt, dass ich jetzt Bock habe, sozusagen meine kleine Geschichtsstunde für mich selbst zu gestalten. Aber es ist natürlich ein interessanter Aspekt, so dieses, wie eben die landeseigene Geschichte da mit reinspielt, ne? So wie, weiß ich nicht, bei deutschen Filmen immer natürlich die Nazi-Vergangenheit oder meistens in irgendeiner Form nochmal auftaucht. Naja, oder die Teilung, ne? So hat man hier eben, ja, oder so hat man hier eben so dieses negative Besatzungsmachtsbild, bei dem ich mich tatsächlich auch ganz grundsätzlich gar nicht wirklich auskenne, muss ich sagen. Also jetzt nur mal kurz geguckt, hier 50 bis 53 war der Koreakrieg. Mhm. Ja, aber so viel weiß ich eigentlich gar nicht, ja. Ja, aber genau, das wird hier eben auf jeden Fall aufgegriffen. Und ja, das ist halt ja deren Trauma, ne? Also in den US-Filmen wäre es der Vietnamkrieg, der immer irgendwann mal wieder auftaucht, ja, an der Seite, weil das deren Trauma war. Und das ist halt, in Japan ist halt schon immer ein großes Thema, ne? Das war ja auch wirklich, was halt immer, also in den koreanischen Filmen, wenn du eine politische Anspielung hast, gibt es eigentlich nur zwei Richtungen. Entweder die japanische Besetzung und wenn du zurückguckst, oder halt der Konflikt mit Korea und dieser Konkurrenzkampf und der halt auch aktuell sozusagen besteht und immer wieder reingebracht wird. Ja. Und werden tatsächlich auch immer sehr brutal gezeigt, ne? Sie sperren die ein, sie schlagen Unschuldige oder mindestens Leute, die behaupten, sie sind unschuldig. Wie gesagt, die Frauen. Und sie foltern halt den Mann. Und der ist ja in dem Punkt, den sie ihm da vorwerfen wollen, ja auch unschuldig, wie wir wissen, durch die anderen Szenen, die wir gesehen haben. Also die Gewalt, ist es denn überhaupt die Staatsgewalt? Das ist ja nicht bleibt ja bei der Besatzungsmacht, ist dort eben sehr negativ, gewalttätig gezeigt. Obwohl auch diese ganz eiskalte Gewalt, in dem auch kein Gespräch oder so geäußert wird, das ist einfach dieses einfach gemacht. Ja. Ja, gut, sie fragen halt hier, was weißt du? Jetzt sag die Wahrheit. Aber weiß ja keiner was. Ja. Ja, harte Sache. Ja, und es bleibt aber dabei, der Film an sich ist eigentlich, wie gesagt, wirklich so ein Drama, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ich glaube, es war der Moment, als die Nanju, also die Haushälterin, die sich das Erbe und den Reichtum schnappen will und die Ehefrau umbringen will, als die sich zu dem Mann ins Bett gelegt hat oder beziehungsweise bei ihm im Bett war und er dann kam, was für sie ein bisschen überraschend war, weil sie dann eigentlich nicht unbedingt sein wollte, aber dann kommt er, sie liegt da und er macht sich über sie her. Oder? Genau, und sie sagte an diesem Moment auch noch, nein, warte. Ja, und das war der Moment, wo ich dachte, ach so, bisher hatte ich den Ehemann oder den Mann eigentlich noch als den in Anführungszeichen Guten eingeschätzt, aber auch der ist sozusagen verkommen, weil er sich halt einfach eine von den Bediensteten, Angestellten da nimmt und mit denen rummacht. Und da habe ich dann gedacht, oh ja, die sind ja aber auch alle wirklich verkommen, so was die Moral angeht. Also selbst wenn man jetzt die Japaner hier als die Brutalen sieht, die sozusagen einfach willkürlich ihre Macht ausüben, aber die behandelnden Figuren hier, da ist eigentlich bei den wenigsten irgendwie was, wo ich sage, ja, der ist sympathisch, außer vielleicht unser Geist, der sich um das Kind sorgt. Die wird als einzige, finde ich, sympathisch gezeichnet. Alle anderen, finde ich, haben irgendwas, was sie mir unsympathisch machen. Ist auch so. Das sehe ich ganz genauso. Ich hätte auch das Gefühl gehabt mit der Nanju, die als sie dann sozusagen das erste Mal mit dem Han zuschläft oder auch nachher später, wie sie dann sozusagen mit dem Theo schläft, dass sie beide mal das nicht wollte. Also wie es dargestellt ist, dass sie sozusagen mitmachen musste, dass sie nicht wehren würde, wie so Kaninchen was dicht macht oder das eigentlich wollte sie es in diesem Moment bei beiden nicht. Das war eher so, sie musste es tun. Oder die Männer haben es einfach, die Männer haben sozusagen einfach sozusagen so hingelegt, ohne dass sie ihr eine Chance gegeben haben. Da wurden halt sehr dominant und haben sie runtergedrückt. Das fand ich bei beiden Situationen, weil war sehr ähnlich dargestellt. Also bei dem Theo würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass sie da definitiv kein Interesse hatte, da mit ihm irgendwas zu machen.
Bei dem Mann würde ich sagen, ja, da war es zumindest in der Situation, war es noch nicht das, was sie wollte, aber dass sie da nicht grundsätzlich sich komplett gesperrt hätte. Ja, danach war das anders, war es eine andere Situation, aber in diesem Moment hat sie ja noch gesagt, nein, bitte nicht, nein. Und dann hat er sie runtergerückt und da war die Ablende von der Zähne. Das ist für mich kein, oh ja, ich habe Bock drauf, das zu machen. Nee, sag ich ja, also da auf jeden Fall nicht. Aber ich hatte nicht grundsätzlich den Eindruck, dass sie das nicht, entweder mindestens als Teil ihres Plans, oder dass sie sich auch in irgendeiner Form trotzdem zu ihm irgendwie hingezogen fühlt, sei es des Geldes wegen. Naja. Ja, aber auf jeden Fall so oder so eben alles sehr verkommene Charaktere, sag ich mal. Also auch bei dem Arzt habe ich so gedacht, so, ah ja, ne, wenn es ein bisschen Geld gibt, da seid ihr wieder alle mit dabei, so. Ja, das fand ich schon krass, dieses, das, also, Jungsenal hat ja jetzt ihre Tuberkulose und ist halt sehr geschwächt und braucht halt, deswegen müssen die Bediensteten sie halt immer 24 Stunden betreuen. Und Theo ist dann sozusagen der behandelnde Arzt, der halt auch sehr, sehr firm in seinem Fach ist tatsächlich und sofort erkennt, dass alles, was ihr bis jetzt verabreicht worden ist von der Haushälterin, nur gepanschtes Zeug ist, was eigentlich nichts bringt, außer ihr sie auf Dauer schwächt. Und also das fand ich schon stark, dass er das einfach so, dass er das einfach so rausgekriegt hat im Verhältnis der Zeit, ohne jetzt großartige Untersuchung oder so, dass er das erkannt hat. Das fand ich schon stark, also diese Behauptung fand ich schon sehr stark. Und stellt dann sozusagen Nanju an die Wand und erkennt dann halt auch relativ schnell ihre Motive. Einmal aus zwei Gründen wird das auch nochmal festgelegt. Einmal, weil sie Angst hat, wenn, sobald es der Hausherrin besser geht, muss sie das Haus verlassen, dass sie dann wieder vor dem Licht steht. Und zum anderen, weil sie in ihrer eigenen Familie, ihre eigene Familie zerbrochen ist, weil der Vater mit einer Kurtisan durchgebrannt ist und die Kurtisan verabscheut. So, sozusagen aus Hass heraus. Und stellt das fest und will sie melden. Im ersten Augenblick und dann wird ja relativ schnell klar, ach nee, ich kann nicht ewig unter japanischer Besatzung leben, du auch nicht. Wir brauchen uns, müssen uns finanziell retten, die Familie ist reich. Okay, ich helfe dir und dafür musst du mir auch nachher helfen. Wenn du das Letzte übrig bleibst und das Erbe hast. Und dann gehen die beiden ja so einen Takt, so einen Pakt mit dem Teufel ein, letztendlich. Und dieser Theo, den fand ich eigentlich, der wirkte eigentlich die ganze Zeit relativ normal für mich und auch nicht, also auf den Kopf gefallen und alles. Ich fand das halt so echt schade, dass der so eine Negativwende genommen hat und auch so auch extrem diabolisch war. Also gut, dann hätte sie jetzt das gemeldet, wäre der Film an dieser Stelle zu Ende gewesen, klar. Aber seine Entwicklung fand ich schon überraschend negativ tatsächlich durchaus die ganze Zeit. Weil die Nanju, die haben wir ja von Anfang an nur als fies kennengelernt, die war ja nie nett. Ne, letztendlich, der ganze Film kannst du ja runter, also wenn du jetzt mit dem Film als Inhaltsangabe machen würdest, kann man das ja doch schon recht schnell runterbrechen mit der Geschichte vom Jung Suna, die unrechtmäßig durch die Haushälterin gestorben ist und, sie, und sich sozusagen rächen will. So. Ja, ja. Ich muss gestehen, ich habe das, glaube ich, ein bisschen anders verstanden gehabt beim Arzt, weil ich hatte so gedacht, ja, der Arzt hat schon festgestellt, dir liegt alle an Tuberkulose und alles, was er sozusagen verschreibt, ist sowieso nur noch so. Ja, es ist zwar Medizin, aber nichts mehr, was jetzt sie sowieso nicht retten kann und es ist eher alles so, dass es ihr nicht zu lange zu schlecht geht oder so. Das habe ich tatsächlich falsch verstanden. Ich habe gar nicht gecheckt gehabt, dass sie das schon das immer so verabreicht. Aber es macht es in keinem Fall irgendwie besser, weil beide ja trotzdem, also sowohl der Arzt als auch die Haushälterin ja trotzdem böse sind dann in dem Aspekt. Wobei, wie fandst du das? Also ist das einfaches Freikaufen des Films, dass er sagt hier, naja, Nanju hat eigentlich auch nur so ein Trauma, weil auch ihr Mann von so einer Kurtisane, weil eine Kurtisane ihr eigenes Leben eigentlich ruiniert hat, oder? Ach, das war außen vor, also weil so diabolisch wie die ist, da gibt es keine Entschuldigung für. Also, entschuldige mal, aber bei der findet man ja überhaupt nichts Sympathisches dran, ne? Alte Mondgesicht. Also, nee, also fand ich, das war interessant zu hören, aber dann, weil dann sozusagen nochmal der Titel mit dem Bolshunasen mal reinkommen sollte, ne, mit dem Kurtisanentitel nochmal, diese Verbindung hergestellt. Aber tatsächlich fand ich das so toll nichtig für mich persönlich. Weil so wie sie gleich von Anfang an eingeführt worden ist, was ist denn für ein Mensch? Was hat, also
Sie versucht das Kind um, das lässt ihre Mutter das Kind umbringen, nämlich man legt nicht mal selber Hand an. Davon scheitert sie, dann will sie es persönlich noch auf eine bestialische Art nochmal töten. Auf mehrere. Als will sie es erstechen und dann erwürgen. Ja, genau, erwürgen, dann nochmal vergiften, ne? Also, dann hat sie die Hausherrin, die immer lieb zu ihr war, und die Hausherrin war ja wirklich immer lieb zu ihr, mit dem, du bist so toll, kauf ihr Kleider, verwöhnen sie, mach mal, ne? Die hat sie auf dem Kerbholz, also dann hat sie einen Gehilfen da, die Trantüte, die immer sozusagen nur für Spielen liebt, dem sie sozusagen eine riesen Schuld auflädt durch ihre Intrige, wo sie, glaube ich, auch weiß, wo die Reise hingeht, und der andere halt nicht, weil er das gar nicht so gestiegen hat. Also den hat sie dann sozusagen auch nochmal auf dem Kerbholz. Letztendlich, dadurch, dass er ja noch durch Theo extra nochmal abgefertigt wird, ist auf jeden Fall auch nochmal ihr Ding. Also ich finde, der ist nichts Positives zu finden. Nee, auch nicht, ich meine auch nicht irgendwie als positiv, aber als, achso, das ist ihr Antrieb, weil ihr Mann halt auch eine Größe hat. Mir hätte über ihr auch der Antrieb Geld gereicht. Also dadurch, dass sie kein Gewissen hat, brauchst du keine Tiefe da. Also ganz ehrlich, hätte sie erstmal ausgeschmissen, hättest du ihr einiges erspart. Also, und ich hab auch gedacht, mein Gott, ihre Mutter ist da die ganze Zeit dabei, auch egal aus was für ärmlichen Verhältnissen die kommen und alles, ne? Aber was denn, ist ihre Mutter denn stolz auf so eine Tochter? Nee, also, da hatte ich auch so das Gefühl, also, sie hat zwar irgendwie so ein paar Skrupel, also, aber sie ist halt auch, sie denkt auch so, oh, ich verschließe die Augen vor dem Schlechten, wie einfach, ich vergifte gerade ein Kind, ein Kleinkind, verschließe die Augen vor dem Schlechten und konzentriere mich darauf, dass es uns dann gut geht. So dieses, ja, weißt du, wenn sie jetzt schon, also ich will das nicht mehr rechtfertigen, aber die Argumentation des Vergiften des Kindes ist ja, das muss jetzt passieren, denn wenn wir ein Kind, damit sozusagen, wenn unser Kind dann das Erbe wird, und die ist ja noch nicht mal schwanger. Also, da war ich manchmal ein bisschen verwirrt, weil manchmal wirkt es so, als hätte sie ja so einen Bauch, die Tochter, und manchmal ist das Schnitt. Das ist die koreanische Tracht, die sind so. Ja, deswegen. Aber das habe ich so gedacht, ja, warum muss das ausgerechnet jetzt passieren? Also, weiß ich nicht, das wirkte so unmotiviert für mich, das hat mir jetzt nicht so. Einmal kleiner Puschel, Großkopf. Also. Nee, aber mit der Mutter, das war auch dieses Dummchen oder so, das mach mal. Also, die ist auch mit ihrer Mutter umgegangen, also das war wirklich so. Ja, allgemein mit Menschen sehr merkwürdig umgegangen, ja. Ja, also dass überhaupt Leute mit ihr umgegangen haben wollten, das war schon kurios. Die hatte genau die gleichen Sympathiegrad wie im russischen Mädchen, die Chiefschwester, die sind auch immer so sympathisch. So. Ja. Also, nee. Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, dass die halt diese klassische, das traditionelle Haus da sozusagen vom Aufbau hatten. Das hat heute auch sehr von der Stimmung her sehr viel beigetragen, fand ich tatsächlich. Die Geschichte um den Bruder, die fand ich weniger interessant. Also, ja, die wirkte auch so ein bisschen. Also, die war auch irgendwie nicht so, finde ich, komplett richtig. Oder irgendwie haben mir da so ein, zwei Punkte nochmal irgendwie gefehlt. Er ist dann, er bricht aus und erwischt dann seinen vermeintlichen Bruder, also den Ehemann, kommt gerade dann da eben vorbei. Ja, weil sie ja hier Brother-in-Law und Brother immer nochmal als Untertitel nennen. Also, dass sie eben sich als Brüder fühlen sollen. Und erwischt ihn eben gerade dann, wenn er mit der anderen rummacht, geht dann weiter auf die Flucht. Dann taucht er irgendwie doch nochmal ganz am Schluss auf am Grab und geht dann aber auch wieder weg. Und ja gut, könnte man sagen, okay, er hat jetzt gebrochen mit seinem Schwagerbruder. Aber das war irgendwie so, ja, da fehlt, also als würde irgendwie noch eine Szene vorher oder nachher fehlen, so die seinen Strang irgendwie erzählt, oder mir zumindest. Also es ist natürlich irgendwie zu Ende erzählt, indem er dann einfach davon geht, ohne zurückzublicken nochmal, aber Ja, aber auch mit seinem Neffen, ne, das ist das gar nicht interessiert, finde ich auch interessant. Ja. Der ist ja auch noch mit drin, ne. Ja, was ich auf jeden Fall interessant fand, wenn man bedenkt, wie grausam der Alltag ist in diesem Haus, und weil die alle so gehässig und garstig sind, da war dieser Kontrast im Gefängnis immer sehr freundlich. Mal abgesehen von den bösen Japanern, die draußen so gehässig vor sich stehen, waren alle, die in der Gesellschaft sich eine Zelle geteilt haben, immer die humansten Wesen der Welt. Also wenn man wirklich Liebe erleben möchte, wie in den 70er Jahren, die Hippies, dann muss man in ein koreanisches Gefängnis der 60er gehen. Naja, also das würde ich jetzt dann fast jetzt auch sehen, also als eben den Kontrast, ne? Wie gesagt, die bösen Japaner, die Besatzungsmacht und in Anführungszeichen. Ich rede nicht von Japanern, ich rede von den Zellen. Ja, das meine ich. Und im Gegensatz dazu eben die in der Zelle sind ja eigentlich die Guten,
und eigentlich so völlig unschuldig so ungefähr. Also die waren ja auch hier, was war das? Studentenbewegung, also was werden die gemacht haben? Irgendwie demonstriert haben, nehme ich an. Es wurde ja nicht groß gezeigt, es wurde nur gesagt. Ja, aber das wurde ganz toll abgestraft damals. Also, ja, weil die waren da extrem hinterher damals. Das war aber ich sag mal, im Verhältnis, die haben ja jetzt niemanden umgebracht gehabt oder so. Das nein, war das nicht. Ne, das ja, du weißt ja, also wir haben ja nur zwei Szenen im Gefängnis. Einmal mit ihrem Bruder, wo beide verhaftet werden. Er sagt, der eine sagt, es reicht, wenn einer von uns die Strafe absitzt. Das müssen nicht beide machen. Und dann dieses, ja, ich nehme die Schuld auf mich, gehe raus. Nee, das ist doch mein Text. Das will ich das machen. Dieses Selbstlose, einfach dieses, ah, na komm, na gut, wir müssen uns um sie kümmern. Ja, ich kümmere mich um sie. Na, ich kümmere das mich ist ja deine um Familie. Die. Ja, weil eine erwachsene Frau braucht nicht die Liebe eines Bruders, sondern die Liebe eines Mannes. Das ist irgendwie so eine... Ja. Ja, wie sich beide dann eben noch so, na mach du, komm, geh also du. Also das fand ich schon sehr, sehr harmonisch und sehr viel Liebe. Und wobei ich aber auch nicht hundertprozentig verstanden habe, wieso ist er denn dann freigekommen? Also ist er geflohen? Aber es wäre ja Quatsch, wenn er geflohen wäre, dann hätten sie ihn ja auch sofort gefunden. Ja, weil der andere gesagt hat, dass er das alleine gemacht hat. Ah, okay. Aber wurde das explizit nochmal gezeigt? Oder das habe ich dann nee, aber den Untertitel überlesen? Das war durch diesen Dialog einfach klargestellt. Naja. Und dann haben wir ja nochmal die zweite Szene, wo Hans Zur trotzdem nochmal im Gefängnis sitzt mit irgendwie 6 oder 7 weiteren in der Zelle. Ja. Und dann, ist auch genau die gleiche Zelle, wir hatten kein zweites Set mehr. Und dann gibt es ja halt sozusagen Essen nur für ihn, nicht für die anderen, nur für ihn eine Riesenportion, die halt, wo wir dann halt wissen, aha, die hat Theo vergiften lassen, damit sie ihn loswerden können. Und Hans Zur, der immer sehr stark auf sein eigenes Gefühl vertraut, der auch. Der vor allem gerade gefoltert worden ist, ne? Also er hat ein blutverschmiertes Shirt und genau, so. Genau, ist gerade gefoltert worden, dann hat er sowieso allgemein das komisches Gefühl, aber er kann sich beweisen, was hier vor sich geht und hat natürlich keinerweise Appetit zu essen. Und alle anderen, du musst doch was essen, fütter dich und alle gucken zu, wie da dieser riesen Pott Reis da ist. Also das war ja ein riesen Topf und Suppe und keiner sagt was und alle bei allen tropft der Zahn und alle, ja, isst doch, nicht, kann ich, nehmt euch das. Und dann stürzen sich darauf wie die Tiere und die vergiftete Suppe fällt auf den Boden, das geht in der Tod ist. Also das ja, war ich mir zwischendurch nicht sicher, war denn nur die Suppe vergiftet oder war alles vergiftet? Nein, es war nur die Suppe, das haben sie vorher gesagt, das ist im Gespräch mit Nanju. Aber das war dann wieder Schwein gehabt, aber das war dieses, ja, nee, wir müssen auf Rücksicht, wir sind alles eine Gemeinschaft, also Holzzeige, ne, ich habe jetzt immer das Symbol von amerikanischen Gefängnissen, ne, komm hier, bumm, und dann kriegen wir Schlacht. Ja, ne, komm, dann wird der eine verprügelt, das schwächste Glied, und dann werden essen die anderen das Essen auf, ne, also das fand ich von der Darstellung sehr, sehr interessant. Ja, ich meine, wäre schön, wenn es so wäre, ne? Also, darauf angelegt, so dieses. Also, ich hätte auch gedacht, so, es wäre natürlich irgendwie schwarzer Humor gewesen, wenn sozusagen das dann damit abgeblendet hätte, wie sie alle die Suppe essen, aus der Hand zu. Und dann vielleicht nochmal so kurz aufblende am nächsten Morgen: Hä, alle tot, was hier passiert? ja. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Aber dadurch war die Sache dann halt gegessen, also. Ha, gegessen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war die mit Abstand befremdlichste Szene im ganzen Film, wo ich überhaupt nicht wirklich warm wurde. Der Moment, nachdem Yang Sena sich durch diese fälschliche, ja, diesen fälschlichen Wutausbruch ihres Mannes, des Fremdgehens, entehrt führt und sich umbringt, weil sie ja eh weiß, sie hat nicht mehr lang zu leben. Und dann lässt sie diesen 3 Meter langen Abstrich. Dänisch, ja. Was ist das denn geschrieben? Das war ja wirklich so eine riesen Leimrolle, so gefühlt 3 Meter. Vielleicht war das auch im Off, da hat noch irgendeine der Angestellten, hat sie noch herbeizitiert und sie muss das für sie schreiben oder so. Also, wie er sie entfindet, dann findet er halt diese Rolle und nochmal Rolle, also und zieht das alles so ran. Das war kurz wie Komödie, komisch, ne? So. Hier, sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Aha, wie lang ist der? Ah, 3 Kilometer, geht 3 Mal ums Haus. Da habe ich auch gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Also das wirkte halt befremdlich, aber liebe Zuhörer, das ist nicht der Moment, wo ich meine Probleme mit hatte. Meine Probleme waren bei der Beerdigung, als eine Dame in einer ganz hellen Stimmlage diesen Abschiedsbrief vorgesungen hat. Damit kam ich gar nicht klar. Ja, das war auch wieder, das war irgendwie so ein Nicht-Ort, ne? Wir haben irgendwie so halb den, ich nehme an, das sollte der Sarg sein. Das war der Sarg, ja. So relativ schwarz gehalten und drumherum knien 5 oder 6 Frauen in weiß. Und dann ist so halt Musik und es singt jemand und wir sehen die Untertitel dazu, eben, dass anscheinend jetzt dieser Text verlesen wird, wohl auch so mit einer Überblende. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, singt sie das jetzt aus dem Off? Und dann, ah nee, das ist die Dame, die da vor dem Sarg sitzt. Aber ja, warum singt die das denn jetzt? Also, Gott, und wer hört dazu? Und. Also wir haben ja auch nicht gesehen, dass da irgendwie Publikum wäre, dass jetzt irgendwie die Beisetzung wäre, also ob der Mann jetzt dabei war oder die Hausangestellten. Das weißt du nicht, ne? Aber das überhaupt die Tatsache, dass es war auch so eine ganz helle Stimmlage, sehr monoton gehalten. Es wirkte sehr unangenehm im Ohr.
Und dann liest sie diesen 3-Kilometer-Text, also diese 3 Meter lange Rolle vor. Sie sitzt schon seit heute Morgen um 6. Mit dem ersten Tageslicht. Und ich dann gesagt, geht das überhaupt alle Leute was an oder was? Also. Ja. Aber das meine ich eben auch, ne? Dadurch, dass das irgendwie so auf mich wirkte, wie es ist in einem geschlossenen Raum. Ich habe keine Ahnung, ob da noch jemand anders da ist oder ob das sozusagen, ist das eine Tradition? Also es wirkte, einerseits wirkt es, finde ich, filmisch, ne? Das ist einfach so dieses, so zack, das passiert jetzt einfach und ich kann nicht so genau einordnen, oder sind wir jetzt gerade im Himmel und das sind, sollen die Engel sein oder, also kann man einfach... Wer denkt denn sowas? Hast du das wirklich gedacht? Ja, es war so ein kurzer Moment, um mir das irgendwie einzuordnen. Ich wollte ja wissen, warum sehe ich das jetzt hier? Also, warum ist hier eine Frau mit 5 anderen und hocken um den Sarg rum und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwelche Angestellten sind, die ich noch nie gesehen habe bis dahin im Film. Könnte das sein? Ich habe keine Ahnung von der Kultur, warum, also kann ja sein, dass es so eine kulturelle Sache ist. Wir kennen das, eine Frau, die schwer krank ist, bringt sich um. Wir sehen auch sogar Blut vor ihr liegen, das fand ich auch sehr interessant. Die hat aus Versehen noch, hier so das riesige Segel vom Schiff noch voll gemalt mit einem Abschiedsbrief und der wird jetzt gesungen. Da muss ich, also einfach damit ich für mich irgendwie drauf komme, was soll das jetzt, habe ich halt versucht, ja, oder sind wir so in dieser Zwischenwelt gerade, ne? Jetzt entscheidet sie, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommt und wir stellen fest, naja gut, sie hat noch was zu erledigen, denn sie ist, with a grudge ist sie verschieden, wird uns ja untertitelt. Ich fand den Abschlussbrief auch so schön, dieses weh, oh weh, oh weh mir, oh meine Güte, ich leide, der Schmerz ist mein, ja geil, ja. Ich stell dir vor, du sitzt da bei der Trauerfeier und liest das. Du denkst, und hörst dir das an. Also jetzt egal, ob als Ehemann oder sonst wer, du denkst auch, kann ich bitte gehen? wo bin ich hier gelandet? Ich fand diese Szene allgemein total unangenehm. Also mir war schon klar, dass das die Beerdigung sein soll, oder zumindest nach der Beerdigung, sozusagen das persönliche Abschied nehmen. Ich weiß nicht, ob das Kortisonenkollegen sein sollen oder keine Ahnung, weil sie war ja eigentlich, hat ja außer dem Bruder keinen gehabt. Aber dieses Singen, diese ewig lange Rolle, das Singen davon, denn was in dieser Rolle drinnen steht, der Text überhaupt, und dann auch dieses extrem, weil die Szene geht natürlich recht lang, weil der Text ja auch, weil das ist auch eine recht lange Rolle. Dann zeigen wir den ganzen Text, ja komm, wir machen den ganzen Text. Also das, da hatte ich meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so, wo ich dachte so, das kann so wohl die Szene weitergehen. Das war auf jeden Fall überraschend, ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit rechnet keiner. Also ich habe auch schon nicht damit gerechnet, dass sie das Ding überhaupt noch geschrieben haben könnte. Es war für mich so, okay, sie wird jetzt von ihrem Mann so durchgerüttelt und dann beschließt sie, okay, es bringt nichts mehr, auf dieser Welt zu bleiben, irgendwie. Und ja, dann sehen wir halt diesen Schnitt und ein Haarbüschel von ihr scheint rausgerissen, lag so über ihrem Kopf. Wir sehen vor ihrem Mund so eine Art Blutlach, oder also für mich war es auf Mundhöhe. Und gleichzeitig auch ein Messer, was sie noch in der Hand hält. Was ich tatsächlich überraschend grafisch fand, das hätte ich so nicht erwartet. Ja, und dann auch wieder überlegt, wie ist denn, also es wird glaube ich 2 oder 3 Mal wird so auf Buddha angespielt oder Konfuzianismus. Mhm. Weißt du, Konfuzianismus? Wo ich dann so überlegt habe, ja, wie wird denn da das bewertet, jetzt mal, fällt gerade der bessere Begriff nicht ein, wenn man sich selbst das Leben nimmt. Ne? Also, ja, da gibt's ja den, also da hast du ja den Lebenskreislauf, also da gibt es keine Hölle. Also, oder andersrum, für mich war es auch deswegen überraschend, weil ich ja gedacht hatte, sie ist umgebracht worden. Ne? Wir haben ja immer wieder gesehen. Ich habe auch immer gedacht, irgendwann wacht sie nicht mehr auf, ne? Weil sie vergiftet worden ist. Das habe ich auch gedacht. Ne, dass sie, oder wie gesagt, dass der Typ als Bauernopfer zu ihr gehen sollte und dann sieht der Mann das und dann wäre sie tot und alle vermuten, das war dieser andere Mann, von dem keiner weiß, wer es war. In diesem Moment habe ich auch gedacht, er bringt sie um, aber sonst habe ich gedacht, naja, sie wird auf jeden Fall gestorben sein durch die Vergiftung selbst oder Tuberkulose, was schneller war. Das kam tatsächlich sehr überraschend, weil ich eben dachte, ja, dann hat sie ja gleich noch mehr Grund, eben ein böser Geist zu sein, weil sie halt umgebracht worden ist und jetzt will sie nicht, dass ihr guter Mann mit der bösen Haushälterin zusammenkommt. Dann habe ich auch gedacht, ja, okay, der Mann ist jetzt auch nicht so ganz lupenrein, so ungefähr. Da war das schon mal und dann eben, ja, dann kommt eben, ach so, sie hat sich selbst umgebracht. Ja, das muss ich mir jetzt erstmal einordnen. Ja gut, aber sie hat ja auch gesagt, also das Szene, bevor dieser Brief kam, hat sie auch nochmal gesagt, na, was führt sie für ein elendes Leben? Sie ist sowieso krankheitlich schon am Ende, sie kann nicht mehr lange machen. Nichtsdestotrotz, aber auch da habe ich dann gesagt, naja, also ja, sie ist krank, aber auch das versuchen eben andere zu beschleunigen, ihr Ableben so. Naja, und sie ist ja dann auch in dem Moment entehrt. Also das war schon, trotz allem, habe ich nicht kommen sehen. Ja. Sie hat auf jeden Fall die Ehre und Unterstützung ihres Mannes verloren und sie weiß halt nicht,
wohin ja. Und deswegen, also es ist für sie eine Verzweiflungstat, sich umzubringen. Das ist auf jeden Fall. Das ist für mich ja. In ihrer Logik nachvollziehbar. Ja, das schon, aber wie gesagt, also ich hätte ich nicht gedacht, dass das so kommt. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Das fand ich auch schon ein Kniff, muss ich ehrlich sagen. Und dann, aber auf jeden Fall, dadurch, dass es halt so, an dem Glauben ist es ja dieser Lebenskreislauf, das hatten wir damals auch gehabt bei Chinese Ghost Story. Mhm. Da gibt es ja dann auch nicht die Hölle, da gibt es ja dann auch nur Wiedergeburt oder nicht Wiedergeburt. Also Reinkarnation oder keine Reinkarnation. Also gerade bei koreanischen Serien spielt das relativ häufig immer eine Rolle, die Frage um Reinkarnation. Das ist dann, da wird dann auch viel mitgespielt immer. Tatsächlich. Und bei ihr geht es ja darum, dass sie am Ende sozusagen zum Himmel aufsteigen kann, wo es zumindest so transkribiert. Am Ende steigt sie in den Himmel auf, genau. Ne? Das Grab öffnet sich und sie steigt hinauf in den Himmel. Das ist ja einfach, dass sie sozusagen alles, was sie aufgehalten hat, hat sie dann beseitigt. Sie hatte, bei ihr war ja noch die Sorge um den Sohn. Ja. Ich glaube, um den Mann ging es da weniger tatsächlich. Ja, also genau, als sie wiederkommt zu Beginn, ist es tatsächlich auch direkt wegen des Sohns. Ich meine, das finde ich ja auch interessant, fällt mir gerade so ein bisschen ein, ne, wenn am Schluss gesagt wird, sie steigt jetzt in den Himmel auf, aber es ist trotzdem alles schwarz um sie herum. Also man kann natürlich sagen, ja, es ist Nacht, ne, deswegen. Aber eigentlich hätte ich jetzt so vermuten, naja, sie steigt ins Licht auf oder sonst wie. Könnte man vielleicht noch als zweites Ding sagen, ist vielleicht von der technischen Effekte her, wäre es dann sehr merkwürdig geworden, wenn alles weiß. Ich würde nur gesagt, sie aufsteigt, letztendlich steht sie. Naja, ich glaube, da hat man schon irgend so einen Trick angewandt, dass sie da schwebt sozusagen. Aber es bleibt, wie gesagt, ja trotzdem sehr düster um sie herum. Also finde ich irgendwie ein bisschen bemerkenswert, ja, trotz allem. Dass es dann nicht irgendwie sowas ist wie jetzt kommt freudestrahlend. Also ich hatte auch, jetzt überlege ich, ob sie gelacht hat, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Also ich frage mich ehrlich gesagt, weil ich so über das Ende nachdenke, wie hat eigentlich der Mann aus dem Gefängnis rausgeschafft? Na, vielleicht ist der immer noch drin. Nee, der hat ja bloß den Sohn noch gehalten, als er zum Grab gegangen ist. Ach ja, stimmt. Aber wie hat er das aus dem Gefängnis rausgeschafft? Wie konnte er denn beweisen, dass er mit ihm keinen Kontakt hat? Ja. Weiß ich auch nicht. Ja, und dann kommt eigentlich so diese große Finalrundennummer, wo dann die Frau zurückschlägt aus dem Jenseits, ne? Ja, ja, reicht es ja auch mal. Sie spioniert ja so viel und guckt sich das halt an, was sozusagen jetzt da so abläuft. Und da zeigt sich ja dann du von ihrer besten Seite die ganze Zeit mit ihrer, also das ist wirklich wie eine Teufelin. Also sowas Widerliches. Das ist eine wirklich, von der letzten Zeit, was ich gesehen habe, wirklich eine der Figuren, wo ich sagen muss, boah, die verabscheue ich ab tief. Also die finde ich wirklich widerlich. Ja, und dann es geht ja wieder los, denn sozusagen, dass die Nanju, die ihre Mutter schickt, nochmal das Kind so vergiften. Ja. So geht's los. Und da interveniert sie dann schon. Da kommt dann Jung Sunah als Geistererscheinung und treibt die Mutti in Wahnsinn. Ja. Aber so richtig gekonnt. Das fand ich dann auch sehr schön wieder inszeniert. Ich meine, wir haben natürlich, weil wir vorher, finde ich, insgesamt ein bisschen ruhiger erzählt worden ist, so im Verhältnis. Und hier haben wir jetzt hohe Schnittfrequenz. Wir haben die auf der Tonebene wird nochmal so bam, bam mit draufgehauen. Ohne dass es jetzt übertrieben ist im Sinne von Jumpscare, aber es geht natürlich in die Richtung. Wir haben die Ausleuchtung dann bei ihr, die sich von der natürlicheren, ist natürlich auch künstliche Beleuchtung mit dabei in dem Haus, aber wir haben eher eine natürlichere Beleuchtung und dann sie ist eben auch eher bunt oder vor allem in diesem Blau oder rot ist nicht mal unbedingt, aber so ein rosa Farben, violett so in die Richtung gehend, angestrahlt, kriegt dann manchmal noch so Blut in den Mund. Oder noch ein Gebiss mit reingesetzt, was so ein bisschen verschroben aussieht. Die Haare mal offen, mal geschlossen. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie ja immer wieder auftaucht und unterschiedlich aussieht. Also dass sie da eben, ne, die Frisur geändert haben, das Gesicht nochmal ein bisschen anders gemacht haben oder die Ausleuchtung eben. Das fand ich sehr wirkungsvoll. Das hat mir sehr gefallen. Das fand ich auch. Ich fand auch krass. Ich finde, dass die Schauspielerin unglaublich hübsch war. Und mit offenen Haaren sah sie noch hübscher aus, aber dadurch hat sie auch immer diesen Ölblick drauf gekriegt. Das fand ich immer sehr befremdlich. Weil wenn alle sich verschreckt haben, wenn sie vor einem steht, dann wurde und sie kam dann als mit dem offenen Haaren, da sind sie halt in Ohnmacht gefallen. Ja. Oder mit dem Auge gegen den Baum gelaufen. Im Ast rein.
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ich auch überrascht von der Darstellung hier, als er da reingerannt ist. Da habe ich so gedacht, hä? Ja, ich habe echt gedacht, er hat sich jetzt aufgespießt zum Bauch oder jetzt so. Jetzt habe ich nämlich auch so gedacht, dass, glaub, das war ein Darstellungsfehler. Das war eindeutig so, der Bauch. Auf einmal hatte er ein Loch im Auge. Da muss er in ein ziemliches Loch getreten sein, direkt vor dem Baum, wenn er das Auge erwischt hätte. Genau, aber bevor der, oder ist es, ja doch, es ist, bevor der Arzt, dem Arzt das passiert, haben wir erstmal noch diesen Spieler, der auch so eine kleine Nebenrolle hat, der die Katze sieht, sich erschreckt, dann kommt nochmal der Schnitt, dann ist aus der Katze dieser Totenkopf geworden und dann. Ja, aber das war ja gar nicht so, das war ja so, das war ja so fingiert. Ja, aber das fand ich wieder interessant, weil ja, ne, also da, dieser Totenkopf, den wir da sehen, der, also, der Typ geht da lang, erschreckt sich, weil eine Katze miaut, die oben so auf eine, was ist das, eine, auf dem Sims der Mauer ist. Ich muss auch ehrlich sagen, mal kurz eingeschoben, wenn ich diesem Film Glauben schenken kann, ne, dann dürften Koreaner ganz schön viel Angst vor Katzen haben. Dann kommt der Umschnitt wieder auf ihn, wie er sich erschreckt, dann wieder Schnitt auf die Mauer, da ist jetzt nicht mehr die Katze, sondern ein Totenkopf. Und das wird ja durchaus genutzt, wenn Myung-Song ihre Rache vorantreibt. Und dieser Totenkopf, den hat eben der Theo, der Arzt, da hingestellt und geht dann auch noch zu ihm. Ja, tut mir leid, du weißt zu viel. Du erzählst zu viel rum. Wir müssen dich beiseite schaffen. Also ich hatte auch das Gefühl, er hat sich zwar erschreckt gehabt und ist ohnmächtig geworden, aber er war noch nicht tot, ne? Nee, der wurde vergiftet. Und der hat dann noch was gespritzt gekriegt. Der Arzt ihn dann, da hat er nochmal Hand angelegt. Ich hatte auch zwischenzeitlich gedacht, als denn die Mutter zum Arzt geschickt wurde, um ihn zu holen, und dann kam ja dieser Junkie um die Ecke. Der war auch nochmal ein starker Effekt, ja. Hast du gedacht, ist er eigentlich ein Drogendealer? Ist er ja kein offizieller Arzt? Ist der irgendwie. Naja, ich meine, er wurde ja schon so gesagt, also wenn er schon hier bei Nanjus Plan mit einsteigen will, um an Geld zu kommen, dann wird er sich auch so immer gucken, dass er auch abseits seiner Profession noch Geld verdient. Und das kam für mich einerseits überraschend, andererseits habe ich so gesagt, ja stimmt, jetzt wurde ja mal angedeutet, dass die eine so ein bisschen drogensüchtig ist oder so. Und fand auch hier, das Make-up hat gestimmt, ne? Das war auch so, dass, oh, das ist jetzt wieder der Geist. Und dann, ach so, nee, das ist die eine. Oh ja, krass. Die sozusagen fast wie eine Geistererscheinung, oder die wie eine Geistererscheinung wirkt, aber eben wegen ihrer Abhängigkeit. Also das hat auch funktioniert, der Moment. Ja. Also auch da wurde nochmal die Klatsche gegeben, ne? Ja. Allerdings, und dann habe ich auch so, ja komm, geh wieder da rein, wo ich so dachte, ja, durch die Tür, durch die sie jetzt gegangen ist, wo sie rein soll, da ist doch die Mutter gerade hergekommen. Jetzt hat sie sich jetzt im Gang aufhellen. Dann soll sie jetzt rausgehen. Aber, ja, das war so ein bisschen, ne? Naja. Genau. Also das war dezent. Und dann, genau, kommt sein vermeintliches Ende kommt dann eben mit dem, wir testen mal, wie gut dein Auge auf den Ast passt. Und dann, aber wie er denn noch als Wurm hier so eingemult hat, weil er natürlich. Ach, wo kommst du denn her? fand ich dann aber auch wieder in dem Hinsicht interessant, dass sozusagen die sich ja quasi gegenseitig eben jetzt alle noch so an die Gurgel gehen. Ne? Ja, also, ja, die Bösen legen sich gegen einen schönen Kniff eigentlich. Im Sinne von, ich hatte jetzt gedacht, der Böse oder der Geist nimmt Rache und bringt sie um, aber er bringt sie vielleicht auch eher dazu, sich gegenseitig dann auszulöschen. Ja, das fand ich war ein schöner Kniff. Ich habe auch muss ich sagen, wenn es in heutigen Film, weißt du, wenn einer gegen Ast rennt und sich aufspießt, dann ist er dann der Tod und bleibt dann hier am Ast hängen, ne? Aber nein, derzeit löst man sich selbst, verbindet sich selbst und holt erstmal Säure aus seinem Büro. Stimmt, die Säure, ja. Ja, dass die dann, sind die dann alle im Gesicht entstellt? Die Abhängige ist halt so auf blass geschminkt, könnte man sagen, wäre die das Entstellte. Der andere erschreckt sich so sehr, aber der hat eigentlich nicht. Der sieht halt so aus, wie er aussieht. Aber sie wird durch die Säure entstellt. Ja, sagen wir es offen, das war kein hübscher Mann. Ja, sie wird durch die Säure wirklich entstellt noch, bevor sie dafür stirbt. Und er ist eben der Einäugige dann. Naja, der wird auch nochmal vom Messer von ihr getroffen. Ne? Ja, das kommt nochmal dazu, aber ich meine, die haben also das Thema Gesicht. Und den fand ich auch sehr schön symbolisch dargestellt, nachdem er sie mit der Säure trifft und ihr ganzes Gesicht sich aufgelöst hat und sie ihn mit dem Messer trifft, wie sie beide, wie so ein Liebespaar da eigentlich. Ja, gegen. Romeo und Julia. Ja. Stark verändert. Ja. Das fand ich aber sehr krass gemacht mit der Säure. Das kam extrem befremdlich und überraschend und das war auch echt. Jetzt hörst du, oh ja, krasse Aktion. Mal gucken, wie das jetzt abgeht noch. Und es ist abgegangen. Also richtig. Also ja. Es war dann durchaus auch grafisch, finde ich so. Ne? Also wie gesagt,
es sind eben tatsächlich sehr unterschiedliche Elemente. Wir haben halt über weite Strecken so ein ja, Gesellschaftsdrama, was auch wirklich so, wo ich, wie gesagt, jetzt werden wir mal wirklich alle so langsam unsympathisch. Der Bruder vielleicht noch, der bleibt sympathisch, so halbwegs. Ja, aber sonst ist er eben viel. Aus dem Gefängnis fließt. Aber das ist sehr viel, wie es ihm wirft. Und dann haben wir aber diese horrormäßige Klammer zu Beginn und zum Ende vor allem. Es war schon. Ja, und dann eben so diese Gewaltspitzen, sage ich jetzt mal. Also gerade am Anfang mit dem Kind, das hat mich schon ziemlich so. Wow, krass. Das ist jetzt schon. Also wie lange sozusagen wir auch mit der Kamera oder in dieser Szene bleiben oder ob das ja. Auch, dass wir dann sehen, sozusagen, wie sie anfängt, da zu würgen, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, da hätte ich nie mit gerechnet. Das war so krass. Also, okay. Das hat sie auch gut überzeugend gespielt. Ich wollte selber schon das Kind wegnehmen. das war schon interessant, ja. Aber man muss auch sagen, so dieser Dramateil, dadurch, dass ich eben gerechnet hatte, oder die Beschreibung ist hier Horror-Thriller und es geht dann auch so relativ düster und finde ich auch sehr interessant los. Und dann kommt halt so dieses, ja, jetzt machen wir viele, viele Dialoge in den ähnlichen Kulissen. Und ich so, oh ja, okay, das, wann kommt jetzt der Geist wieder? Wann kommt hier wieder die Gruselkomponente? Deswegen war ich so insgesamt an sich von dem Film, glaube ich, gar nicht so angetan. Aber jetzt auch gerade durch das Gespräch, finde ich, es hat nochmal so ein paar Sachen doch auch gebracht. Also gerade so mit dem Japan und in welcher Zeit spielt das nun eigentlich genau? Wie die so porträtiert werden. Ja, und wie sich so manches da eben noch abspielt und entwickelt. Also ich fand den Film ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, also ich hatte mich an keiner Stelle gelangweilt. Ich fand ihn auch sehr kurzweilig. Also mir hat er ganz gut gefallen, tatsächlich. Es ist kein Überfilm, aber ich finde, den kann man auf jeden Fall auch mal gucken, so zwischendurch. Hm. Also aber irgendwas wollte ich noch sagen. Bin ich jetzt gerade davon abgekommen. Ich dachte so, Denk mal noch so ein bisschen drüber nach, dann sage ich noch, also ja, wenn es den in der ordentlichen Qualität geben würde, da hätte der, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr zünden können, so an mancher Stelle, glaube ich. Und wie gesagt, also gerade so der Anfang, das Ende visuell durchaus sehr, sehr schön gemacht. Ja, fällt es dir noch ein? Ich ärgere mich, wenn ich jetzt da nicht drauf komme. Naja, das wäre nicht schlimm oder nicht neu, was so unsere Wiederaufführungsgeschichte angeht. Das ist mir auch oft genug. Das mit dem Drücken des Ausknopfes fällt mir wieder ein. Ach so, ja, da war ja noch was. Also ich. Ach so, ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Und zwar wird ja am Anfang gesagt, dass Missionär sozusagen sich einen Lebensinhalt zu verdienen und um zu überleben, sich als Kortisane verdient. Und ich fand das ganz schlimm, dass er, also das sozusagen das als Akt dargestellt wurde für die Familie die ganze Zeit. Und sobald er dann zum Beispiel an den Mann denkt, jetzt hat er sie auch, sie hat ihn erst auch betrogen als Rache, dass sozusagen das gegen sie verwendet wird, als dass sie sozusagen als abfällig, als Kortisane beschimpft, obwohl sie eher der Ehemann ist und sie schlecht macht und niedermacht. Und das, was ich denn, das fand ich befremdlich. Und was ich am schlimmsten fand, war zum Schluss nochmal die Abblende, wie der Bruder am Grab steht, am Grabstein, und am Grabstein steht drauf, Yusina, die Kortisane, wo ich dachte so. Nee, stand ja eben nicht Yusina, sondern dieses Woljan, also auch ihr Kurtisanenname. Ja, ne? Aber warum? Dass sie darauf reduziert wird zum Schluss? Also das fand ich, das wirkte auf mich wie eine Abwertung. Naja, also es wurde uns ja so erzählt, dass sie das, ne, was du eben gerade gesagt hast, dass sie das für die Familie tut, also sowohl für den Mann als auch für den Bruder. Und dass er das sozusagen vielleicht als positiv meint, im Sinne von, sie hat sich eben, ja, sie war eine Kurtisane, aber es ist nichts, wofür sie sich schämen müsste, weil sie es halt getan hat für ihre Familie. So würde ich es mir jetzt zurechtschieben. Ja, weiß ich nicht. Also das fand ich. Kann ich auch verstehen, wenn du jetzt sagst, nee. Also ich fand das total blöd. Also ich hab so gedacht, weißt du, sie ist eine Mutter. Sie ist eine liebende Schwester, liebende Ehefrau. Und auf dem Korb schreibst du rein, also sie ist eine Kurtisane. Also das fand ich irgendwie abwertend. Das fand ich total blöd. Also da habe ich so gedacht, was soll das denn jetzt, um jetzt den Titel des Films zu rechtfertigen? Oder wo kommt das jetzt her? Also das fand ich total, weiß ich nicht. Ich fand das war für mich persönlich ein richtiger Dämpfer, weil ich halt auch sie mochte. Von der Darstellung her wirkte sie ja wirklich sehr sanft und sehr, sehr feinfühlig und sehr sozial, und dann kriegst du also echt, und dann bist du auch ein Geist und weißt du, und siehst das auch noch. Also echt, zum Wunder, wenn meine Rache fällt, kann froh sein, dass sie nicht zu Hans Fuß Gefängnis gekommen ist. Also ich fand das sowas von blöd. Also
Echt? Also, nee. Ja. Darauf kam ich gar nicht klar. Deswegen musste ich das nochmal erwähnen. Hätte ich jetzt nicht erwähnen können, hätte ich mich geärgert. Nein. Ja. Ja, aber das ist mein erster koreanischer Film, der ein bisschen älter ist. Die meisten Filme, die ich gesehen habe, waren ja sozusagen aus jüngerer Zeit, von, sag ich jetzt mal, den letzten 5 Jahren im Radius, ne? Und das ist ja jetzt von deutlich älter. Ja, also bei allem Geknüppel, was ich jetzt vielleicht auch mal gebracht habe, wie gesagt, dass ich den jetzt nicht so übermäßig fand, aber ich fand es trotzdem einen sehr, sehr interessanten Einblick. Also war keine schlechte Wahl. Ich glaube, wir hätten schlechter treffen können. Nee, ich fand ihn auf jeden Fall unterhaltsam. Ich liebe ja auch die koreanische Sprache. Ich finde das ja glaube ich, gerne. So, dieses, Da mag ich mal gerne. Vor allem, wenn man die Wörter dann alle kennt. Und, also manche, nicht alle, aber so, man erkennt auf jeden Fall, wenn das Wort aufhört und endet. Bei Chinesen habe ich mal das Problem, dass ich meistens nicht immer erkennen kann, wo ist jetzt hier das Wort vorbei und wo ist zu Ende. Und bei Koreanern sind die Wörter ja immer sehr deutlich. Auch wenn die Endungen manchmal ein bisschen anders gesprochen werden, als sie geschrieben, aber... Auch das fand ich sehr, sehr schön. Ja, also ich hätte den jetzt auch nicht auf Deutsch oder so sehen wollen. Man scheint es auch sowieso nichts zu geben. Aber ich finde es auch mal interessant, das wäre ein klassischer Fall von, also jetzt zum Beispiel, wenn sie ihre Mutter dann sozusagen ruft, die mit Ammonie, dann wird das ja auch mit Mutter übersetzt. Und wenn sie zum Beispiel ihren Bruder anspricht, dann ist ja in der Übersetzung mal drin gewesen, der Name des Bruders, wo ich jetzt nicht weiß, wie der hieß. Und dann sagt sie dann auch wieder Opa. Das fand ich sowieso, ne? Also immer wurde wieder Bruder und ich, also mal hat es der Ehemann gesagt, mal der Bruder selbst zum Ehemann und sie hat es auch mal gesagt und jeder hat aber ein anderes Wort gesagt. Das war ja, finde ich, dann eindeutig. Ja, ich dachte, das ist immer so diese interessant, wie das vielleicht da eben auch durch die Verwandtschaftsverhältnisse dann trotz allem eben eine ähnliche Bedeutung, aber ein anderer Begriff ist. Ja. Na, die haben, er hat ja nicht Bruder zu ihm gesagt, er hat ja Hang gesagt und Hang ist ja eigentlich so, sag mal, kumpelmäßig, so spricht man sich halt untereinander an, wenn man gleiches Alter hat bei Männern. Ja. Also das fand ich auch interessant. Also das finde ich bei den Untertiteln immer wieder interessant, wenn ich halt meine Sachen gucke und immer wieder, dann hörst du halt diesen Namen, eigentlich, also hast du immer diesen Namen sozusagen in Untertiteln drin und tatsächlich sagen die halt immer Opa, Uni, wo ich mir denke, ja, wer schreibt doch Opa oder Uni, also jeder, der sozusagen ein bisschen, der mal ein, zwei oder drei koreanische Serien oder Filme geguckt hat, der weiß doch, was das ist. Also der stößt doch relativ früh auf diese Bezeichnung. Naja, das sind dann die Feinheiten von Untertiteln. Ja, also ich bin, glaube ich, soweit ganz gut durch über den Friedhof. Hast du noch, meinst du, du hast vielleicht auch noch was du unbedingt noch loswerden musst zum Film? Nee, das nicht. Also ich finde, wie gesagt, den schön. Ich freue mich auf den Horror-Oktober. Ja, also nach dem erfolgreichen Absolvieren des Soul-Tember. Ja, übererfüllen, ja. Bei dir. Genau, das war also The Public Cemetery Under the Moon. Von 1967. Jo. Und ich kannte niemanden da. Weil ich mal bei dem einen eingebildet habe, hey, der sieht doch aus wie, ach, vergiss es, von 67 ist völliger Quatsch. ja. Und damit schließen wir das also ab und gucken jetzt nochmal so ein bisschen nach vorne. Falls ihr diese Folge, falls ich es geschafft habe, diese Folge rechtzeitig zum Sonntag noch fertig zu machen, könnte man jetzt eigentlich noch erwähnen, dass am Montag, den 30. September 2019, in vielen Kinos Leon der Profi läuft. Kann ich nur empfehlen, sich den auch mal wieder anzugucken. Wir hier in Rostock, klick-klack, machen das aber ein bisschen später. Und zwar am 26. Oktober, das ist ein Samstag, gibt es um 19:30 Uhr die Chance, Leon der Profi im englischen Original zu sehen. Im Livu in der Frieda 23. Mache ich noch eine kleine Einführung. Und wer den nicht im Original gucken möchte, der kann ja am 29., dem Dienstag, noch auf Deutsch gucken. Auch mit einer kleinen Einführung von mir. So, das war so der kleine Mini-Werbeblock für Geht doch mal ins Kino für alte Filme. Horror Oktober, willst du denn eigentlich mitmachen? Ich glaube, du hast entweder hier oder irgendwie mir schon mal gesagt, eigentlich nicht so unbedingt, ne? Dass du da lieber, weil ja Oktober auch noch ein paar andere Sachen anstehen, so. Das kommt darauf an, wie du das definierst. Also ich kann meinen eigenen veranstalten. Ja, Horror Oktober, also ich glaube, warte mal. Wir machen auf jeden Fall, also ich habe die Ehre, weil ich dran bin, den Oktoberfilm auszuwählen. Ach so. Den habe ich schon vor 3 Monaten festgelegt. Ja. Also ich glaube offiziell, also andersrum, für alle, die den Horror Oktober tatsächlich noch nicht kennen und hier mithören, wir haben ihn ja auch schon die anderen Jahre immer mal irgendwie mit zumindest erwähnt, ob wir dann immer mitgemacht haben, erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, dieses Jahr ist es der Ghost of Horror Oktober. Oh echt?
Das haben wir noch mitgekriegt. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, weil die Kollegen von der CineCouch hatten auch geschrieben, ja, es kommt nochmal ein Beitrag, aber sie haben eben auch, sind auch gerade gut ausgelastet. Und eigentlich ist das ja mittlerweile auch ein ziemlicher Selbstläufer. Also ich habe schon die letzten Wochen immer gesehen bei Twitter, ja, hier meine Horror-Oktober-Liste, ach hier, habt ihr noch ein paar Tipps oder was soll ich vielleicht streichen von meinen 500 Filmen? Also wenn jetzt gar nicht das Thema ist, dann ist ja, also wir haben schon, kann ich jetzt schon sagen, dass hier im Oktober am Thema vorbei ist. Ja, nee, das ist ja nur immer so als ein Name, dass man es theoretisch dann die Jahre über sich nochmal zuordnen kann. Ich gucke sowieso jeden Oktober immer das Gleiche. Und Horror-Oktober heißt eben im Oktober, im Horror-Oktober, 13 Horrorfilme zu gucken und eben mit dem Schlagwort Raute Horror Oktober bei, wie immer, Twitter, Letterboxd, Facebook, der weiten Welt des Internets, auf euren Blogseiten, im Podcast und so, das zu erwähnen und dann eben zu gucken, was gucken andere so, was guckt man mal wieder. Wir haben auch schon eine Anfrage bekommen für ein Gastspiel, was dann voraussichtlich auch im Oktober irgendwann oder vielleicht auch danach dann bei den Kollegen veröffentlicht wird, aber da es noch in der Zukunft liegt, die Aufnahme, und falls jetzt doch nochmal irgendwas dazwischen kommt, bleibe ich einfach ganz vage und sage nicht, mit wem, wo, wann, wie. Das können wir dann machen, wenn es soweit war und wir danach die nächste Folge aufnehmen, können wir das dann nochmal erwähnen. Ich habe mir auch für den Horror-Oktober in der Form nicht wirklich was vorgenommen. Ich werde mir vielleicht The Fog angucken bei uns im Kino. Da gibt es nämlich ein kleines Halloween-Special. Und sonst... Den Original? Ja, genau, den neuen, der war ja irgendwie so, er wollte Romeo und Julia verfilmen, aber ich habe nicht verstanden, warum eben dafür dann The Fog neu verfilmen wollte. Brauchte beide nicht. Sie hat Jehova gesagt, wir müssen sofort Schluss machen. das ist also so Oktober. Kali hat eigentlich an sich schon irgendwie einen Film rausgesucht. Dementsprechend, möchtest du ihn schon sagen, den Titel? Oder? Ich kann ja sagen, ich habe davon das, ich hab das Buch hier. Und ich möchte nur so viel sagen, es wird vermarktet unter, wo die Tribute von Panem aufhören. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Okay. Ich habe jetzt nämlich kurz jetzt überlegt. Jetzt könnt ihr alle raten, was es ist. Ich habe kurz überlegt, ob es nicht doch der Film mit Robocop gegen die Ratte ist. Das ist natürlich auch ganz geil gewesen, ja. Naja. Nee, aber da kriege ich immer Angst. Da kriege ich immer Angst, wenn ich den sehe, der geht mir zu tief und ist. Ja, dafür ist ja der Horror-Oktober da. Na gut, dann würde ich sagen, belassen wir es für dieses Mal dabei. Wünschen euch viel Spaß bei euren Filmerlebnissen. Gerne könnt ihr auch auf wiederauffilm.de kommentieren. Ihr könnt bei Apple Podcasts Sterne hinterlassen. Bin ich aber tatsächlich auch gar nicht mehr so hinterher. Also in anderen Podcasts höre ich das immer häufig so zum Abspann, so ja, kommentieren gerne, kommentieren finde ich auch gut. Aber immer dieses, ja, um Bewertungen, das haben auch wir lange gemacht, weiß ich, Bewertungen erbetteln quasi so, dieses gibt uns doch mal 5 Sterne, wir können es gebrauchen, damit wir besser sichtbar sind und noch mehr Leute uns erreichen. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich höre zwar einige Podcasts, aber ich habe noch nie einen bewertet. Ja, also ich habe ja selbst keine Apple-Geräte. Ich habe mich mal irgendwie bei iTunes angemeldet, aber bin da mittlerweile auch eigentlich, nutze ich das so gar nicht mehr. Habe natürlich nichts dagegen, wenn uns jemand bewertet hat oder auch sehr, vor allen Dingen auch kommentiert, eben den Podcast. Aber ja, wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Wenn es passiert, passiert es. Und ich weiß selbst, was das für eine große Überwindung ist, bei Podcasts, die ich höre, überhaupt mal was dazu zu schreiben, zu dem, was da eben geäußert wird. Jeder, wie er lustig ist, schön, dass ihr uns gehört habt und dementsprechend sage ich auf Wiederhören. Ja, ich sage zum Schluss noch, dadurch, dass wir jetzt über den Soultimer gesprochen hatten, falls euch interessiert, welche Filme ich noch gesehen habe, dann sei es schon einmal angelegt, dass ihr euch einfach unseren Serienoase-Podcast anhört. Folge 6, Soultember und andere Köstlichkeiten. Genau, so ist es. erscheint jetzt am 30., also dürfte jetzt auch schon draußen sein, 30. September. Genau. Auch das war es denn von mir. So, was heißt denn auf Koreanisch? Ich hätte jetzt beinahe gesagt Konnichiwa, aber das ist ja Japanisch, glaube ich. Nee, ich kriege es auch nicht mehr. Ich glaube, Anjong Seong, glaube ich. Das ist relativ ähnlich mit dem Hallo. Und Dings. Ich sage auf jeden Fall Kamsamnida. Und dann bis bald. Bis bald.